Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir spielen heute mal wieder ein neues Deck. Oder was heißt neu? Ich habe es endlich fertiggestellt, dieses Deck. Und zwar ist es der gute Custom Paladin hier noch. Ich habe ihn gestern, glaube ich, ein oder zweimal gespielt. Das ist der Murloc Paladin, der Aggro Murloc Paladin. Ich habe ihn endlich fertiggestellt gekriegt. Es ist ein sehr, sehr aggressives Deck tatsächlich geworden und durch den Valvin Inquisitor ist halt echt das komplette Deck nochmal anders geworden. Es ist meiner Meinung nach jetzt um einiges stärker. Ich weiß, die Midrange-Variante ist noch ein bisschen stärker, aber ich finde es so eigentlich ehrlich gesagt schon ganz gut. Jetzt müssen wir das nur noch umbenennen in Aggro Murloc. Ja, das reicht schon. In Aggro Murloc. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie das Ganze im Ranked läuft. Gestern habe ich, wie gesagt, ein Game gemacht im Casual. Da habe ich irgendwie auf Turn 3 hat der gegnerische Priester surrendered, weil ich echt, das war Top-Deck ohne Ende. Ich habe Turn 1 habe ich, wie hieß er nochmal hier, den Buffer rausgespielt. Turn 2 hat er dann, also der Buffer hat dann an meinen 2-3er-Dude gebufft, der einen anderen Murloc plus 1 plus 1 gibt, den habe ich dann auch rausgespielt und dann kam noch der 3-3er, der alle bufft und dann war eh schon GG. Falls ihr euch fragt, warum meine Stimme gerade so ein bisschen in die Tiefe geht, das liegt einfach daran, dass mein Hals mir gerade ziemlich zu schaffen macht im Moment. Und ja. Daran liegt es halt einfach im Moment. Ich muss wieder anfangen, mehr Tee zu trinken und wieder gesund zu werden. So. Ja, da haben wir doch wieder die Murlocs am Start, liebe Leute. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Der Buff auf den 1-1er Murloc Tidecaller oder der Buff oder der 1, plus 1er Buff auf den Ding? Jetzt werde ich aber tatsächlich das so machen, weil wenn der nämlich ihn hier bufft, ist das nämlich optimal. Er bufft natürlich genau den falschen, ist aber in Ordnung. Komme ich mit klar tatsächlich? Komme ich mit klar? Jetzt mal gucken, wie er reagieren wird. Das ist halt so eine Sache. Allein vom Prinzip her hat der Druid manchmal gute Karten gegen den Murloc. Gegen den Murloc Paladin. Alleine Swipe oder sowas, wenn man halt den Code Lights hier nicht rechtzeitig genug rausbringt, ist es halt schon ganz schön gut. Er macht einfach einen Turn. Das ist in Ordnung. Wir gucken mal, ob er hier irgendwie reagiert mit irgendwas dagegen. Es ist jetzt zwar nur ein 1-2er, aber der ist halt sehr, sehr gefährlich für ihn, weil er halt die Buffs nicht haben will auf dem 1-2er. Deswegen wird er ihn wahrscheinlich töten direkt oder halt irgendwie Hero Ability auf den 2-1er gehen. Ich stelle mir vor, dass er Wrath spielen wird. Das wäre zumindest so meine Sache, die ich jetzt hier machen würde, wenn ich es auf der Hand hätte. Ansonsten können wir im nächsten Zug den Code Light Seer rauspacken und dann ist es eigentlich schon relativ stark für uns im Moment. Da kommt. Was? Was machst du denn hier? Du, das war nicht intelligent. Das war ganz und gar nicht intelligent. So, wir packen den 2-3er raus. Er wird gebufft. Doppel gebufft ist jetzt ein 2-4er. Im nächsten Zug können wir dann jetzt hier Cold Light, den dicken Cold Light hier rauspacken. Wild Growth, er geht also hoch. Es ist meiner Meinung nach Jade jetzt allein durch das Wild Growth. Oder ist es der Midrange Dragon Dude? Das ist natürlich auch ganz geil, wenn es der Dragon Dude wäre. So, der wird auch gebufft. Dann buffen wir nochmal das Health von allen hier. Zack. Dann haben wir hier einen 5-6er, einen 3-5er. Und können im nächsten Zug unendlich viel Damage schauen. Wenn er jetzt nicht das Swipe Ready hat oder sowas in die Richtung. So. Marvol, dann hau mal raus, was du hast noch. Es ist ein Jade. Okay, es ist nicht der Dragon Dude. Das ist also vollkommen in Ordnung für mich jetzt. Kann er irgendwie Earthen Scales jetzt schon? Ja, gut, okay, es ist verständlich, warum er das rausspielen will. Ich verstehe das Ganze schon, aber ob sich das lohnt, können wir liefern? Wir brauchen 21, schaffen wir leider nicht. Schaffen wir leider nicht, aber was wir schaffen, ist auf jeden Fall ihm Heart of Small zu geben. So, wir holen raus. Getaway Kodo, weil das hier tatsächlich die beste Wahl ist. Immer wir hier Hit, gehen Face, Face, Face.
Weil ich vermute einfach, wenn er was töten wollte, würde er entweder ihn oder ihn töten. Wenn wir die durch Getaway Kodo wieder zurück auf die Hand kriegen, gibt es uns halt extremes Value. Er versucht natürlich den 7-6er zu töten, aber den kann er eigentlich nicht mehr töten. Das ist... Es sieht sehr, sehr gelaufen aus, dieses Spiel. Und jetzt wisst ihr auch, warum dieses Deck so krass stark ist. Es ist wirklich... So wie der frühere Pirate Warrior, nur halt, dass wenn man besser zieht, also das war jetzt schon teilweise ein schlechter Draw, wenn ich ehrlich bin, dann ist es halt nicht so gut. Aber es ist okay. Jade Behemoth können wir einfach wegklatschen, können lethal, GG. Well played. Dann machen wir sogar einfach so. Equality, weil das Gute ist halt bei den Murlocs, ist halt Equality echt einfach egal. Zack, Hit. Wie hier. Och komm, ich wollte dich töten, Dude. Ich wollte dich töten. Falls ihr euch fragt außerdem, warum ich dieses Deck überhaupt erstellt habe, ich habe die Paladin-Quest. Und außerdem wollte ich das schon immer mal spielen, weil es ja gerade das Most Valuable Deck ist in komplett Hearthstone. Zumindest nicht die Aggro-Variante, aber die Midrange-Variante. Aber die Aggro-Variante ist so meiner Meinung nach so der Step in Richtung Midrange-Variante, weil man halt schon alle Karten hat, außer halt jetzt zum Beispiel den Midrange-Dude. So, okay. Die Hand sieht hier nicht so gut aus. Wir packen die zwei auf jeden Fall weg. Die zwei One-Drops sind eigentlich ganz gut hier an dieser Stelle. Ja, okay, es ist nicht ideal, aber es ist in Ordnung. Turn 1 können wir den Vilewind Inquisitor spielen. Turn 2 könnten wir theoretisch den Tidecaller plus Ding spielen gegen den Priester. Wir spielen hier gegen den Priester. Das heißt also, wir machen das doch so. Es kann natürlich sein, dass er hier jetzt irgendwie so ein Shadow Word Pain oder sowas draufhaut direkt. Wäre natürlich problematisch, aber wenn er jetzt sein... Obwohl, ne, er hat sein Einser-Dude auf jeden Fall nicht ready. Was machst du hier? Dude. Mach keinen Blödsinn. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne meine Hero-Ability triggern, aber ich weiß, dass theoretisch Gentle Megasaur besser wäre. Ne, wir triggern Hero-Ability. Es ist tatsächlich wichtiger, jetzt hier das Board zu swarmen, als das irgendwie anders zu machen. Theoretisch hätten wir auch den Elder Peacekeeper reinhauen können. Aber das ist so in Ordnung. Er spielt so ein bisschen Midrange Control Priest, wenn ich jetzt die Karte hier sehe. Thoughtsteal, okay. Er macht den Trade in den 3-2er wahrscheinlich rein. Das ist die einzig sinnvolle Lösung hier für ihn. Wir holen uns noch einen Murloc und gehen dann im nächsten Zug auf den Gentle Megasaur. Wir holen uns sogar einen 2-2er Murloc, einfach weil er gut ist. Redemption ist hier gar keine schlechte Wahl. Einfach aus dem Grund, falls er einen Murloc tötet, kriegen wir ihn wieder aufs Board und haben dadurch mehr Gentle Saur Value. Und mehr Gentle Saur Value ist immer gut, liebe Leute. More Value ist immer besser. So. Oh, Consecration. Das Gute ist, wir kriegen auf jeden Fall einen wieder mit Redemption. Das ist zwar der 1-1er, aber das ist okay. Er hat echt Consecration aus einem Thoughtsteal gezogen. Oh, das ist ja fast schon eine Schweinerei, Leute. So, wir adapten mal unsere Murlocs. Die kriegen beide +1/+1 mal. Und im nächsten Zug kommt dann Finja raus und über Finja... Er wird dann hoffentlich im Minion getötet von ihm. Der Gentle Megasaur ist tatsächlich eine relativ gute Karte. Er ist eigentlich ein Stud-Beast, wenn man das mal so sagen will, fast schon. Wir könnten jetzt hier sogar noch weitermachen. Er hat auch noch einen Murloc gezogen. Oh Mann. Ja, Geface, komm, das ist in Ordnung für mich. Geface, los. Okay, er tradet hier. Es wäre auch dumm von ihm, tatsächlich hier Face zu gehen. Mal gucken, was ich hier sehr, sehr interessant finde. Ich will mal wissen, ob er hier wirklich versucht... Finja jetzt zu töten über ein Dragonfire Potion. Das ist jetzt so die Sache, weil wenn er jetzt einen Dragonfire Potion für zwei Minions raushaut, ist das sehr, sehr waste, meiner Meinung nach. Ansonsten wäre das sogar tatsächlich ganz... Ja, der ist im Stealth-Dude. So nicht, mein Freund. So nicht. Okay, den müssen wir irgendwie töten, den Dude. Den müssen wir töten, Leute. Und das ist sehr, sehr gut möglich. Kein Murloc, bitte. Ah, fuck, wir haben den Murloc gezogen. Ich hatte die Hoffnung, ehrlich gesagt. Ah, obwohl, wir machen das so. Wir spielen das hier raus. Gentle Megasaur. +3 Attack.
Hit. Hit. Komm, War Leader. Fuck. Zwei schlechte. 5 Damage Face. Das Problem ist halt, er könnte jetzt hier trotzdem mit dem Dragonfire Potion unser Board rippen. Wäre ein bisschen problematisch. Aber er tradet, das ist gut. Das ist gut, das zeigt schon mal, dass er keinen Dragonfire Potion hier jetzt hat. Boah, der Gentle Megasaur, der macht so viel Value, Leute. Das ist echt krass. Okay, 4 Mana noch. Minion plus Heal könnte ich mir vorstellen. Das Gute ist halt tatsächlich, dass er keinen Heal rausgespielt hat für jetzt hier seinen komischen Dude. Okay, Shadow and Pain auf den 2-3er. Das hab ich mir schon fast gedacht. Oracle. Ja, wir spielen mal hier den Buff-Dude raus. Den kriegt er. Das ist ein 3-3er jetzt. Das ist auch okay. Getaway Kodo. Entschuldigt, Leute. Wie gesagt, mein Hals ist halt gerade wirklich ein bisschen kaputt. Da müsst ihr leider entschuldigen. Ich hoffe, dass es jetzt bald wieder in Ordnung geht, aber ja. So ist es halt, wenn man unterwegs ist und nicht die richtigen Klamotten anhat. So. Nur mal ein Fort Steel, das ist in Ordnung. Wir können ja eigentlich relativ safe traden tatsächlich. Wenn er irgendwie was aufs Board bringen sollte. Ich meine, ein 6-2er ist eigentlich sowas, was man halt gerne irgendwo reinhaut. Well played. Und selbst wo wir ins Mid-Game gekommen sind hier gerade, hat der Murloc-Paladin tatsächlich, also der Aggro-Murloc-Paladin tatsächlich noch das Board ziemlich regiert, muss ich sagen. Dadurch, dass er halt so krass im Early-Game pusht und der Gegner struggelt halt dann schon relativ stark meistens. Und dann muss er halt versuchen, immer zu traden, und dadurch, dass man halt das Board so komplett voll sucht und über Finja und die verschiedenen Sachen, gingen da echt ganz schön gute Sachen. Und ich muss sagen, die Stadthand ist echt scheiße gerade. Ich meine, das Einzige, was ich hier tatsächlich behalten will, ist, obwohl die war in Favor gegen den Schaman, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber das ist okay. Oh, Leute. Uiuiui. Turn 1, Valvin Inquisitor, Turn 2, Hydrologist, Turn 3, Murloc War Leader. Boah, jetzt fängt schon an, meine Zunge hier schlapp zu machen. Ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Grüße, mein Freund. Ah, hello, Grüße, werter Challenger. So, and turn. Es ist, wenn ich ehrlich bin, ist es wirklich ein schönes Deck zu spielen, so an sich. Es ist sehr, sehr aggressiv, aber vom Prinzip her halt trotzdem relativ gut halt einfach rauszuspielen, so habe ich so das Gefühl. So, wir spielen den Hydrologist raus, wir holen uns Getaway Kodo, machen hier den Trade, weil das egal ist. Er könnte jetzt natürlich den Lightning spielen, dann hat er aber Over-Ding. Er spielt einen Mana-Tide-Totem, das ist okay. Liebe Leute, weil wir nämlich jetzt relativ safe gehen hier tatsächlich über den War Leader, machen dann hier den safen Trade auf den Card Draw, machen dann tatsächlich noch Coin Getaway Kodo. Machen wir das tatsächlich? Ja, wir machen das tatsächlich. Wir machen das tatsächlich. Es kann natürlich immer sein, dass er das Board Removal auf der Hand hat, aber die Sache ist halt beim Schamanen, es muss halt auf 3 triggern. Lightning. Ah, okay, Lightning Bolt geht natürlich auch. Ja, Lightning Bolt ist eine Sache. Oh, Getaway Kodo! Das Value, liebe Leute, das Value. Ah, ich hätte es fast schon vergessen, dass ich das auf der Hand, dass ich das gespielt habe, aber es war schon ganz schön gut. Okay, wir hauen ihn raus. Holen uns ein Noble Sacrifice. Und dann spielen wir noch das hier drauf. Machen hier den Hit, machen einen Turn. Theoretisch ist ja die Sache, wenn wir auf 6 Mana sparen könnten, wäre das natürlich optimal. Da kommt der zweite Lightning Bolt. Es ist krass, wie er seine Lightning Bolts hier verschwendet, wenn ich ehrlich bin. Aber was soll er machen? Es ist nicht mein Problem, Leute. Ist nicht mein Problem. Spell Damage ist in Ordnung. Wir spielen also raus an dieser Stelle jetzt.
den Dude und den Dude. Machen hier auf jeden Fall den Hit rein. Haben aber jetzt ein sehr, sehr stabiles Board tatsächlich. Er könnte unser Board rippen über einen Lightning Storm. Aber er spielt halt so viel singelt auch nicht Top Deck Volcano. Ach komm, Top Deck Volcano, liebe Leute. Der Herr gönnt sich. So, dann machen wir das halt so. Dann machen wir das halt so. Dann machen wir das halt so. Jetzt schauen wir mal, wie du damit klarkommst, Papa Schlumpf. Ich glaube, er spielt das Removal Evolve Deck. Mega cooles Deck, meiner Meinung nach. Es könnte auch sein, dass wir hier damit hart aufs Maul kriegen. Also davon hart aufs Maul kriegen. Wenn wir im nächsten Zug Noble Sacrifice. Ach komm, noch ein Lightning. Ah, ne, Jade. Jade Lightning wird das sein, wahrscheinlich. Er hat schon beide Dinge rausgespielt. Ah, okay. Das ist in Ordnung, tatsächlich. Spielen wir Elder Peacekeeper raus. Follow the rules. Noble Sacrifice. Und er hat wie viel? 5 Karten. Das heißt, wir gehen auch mal bitte hoch auf 5 Karten. Oh, Spike Red Seed ist so stark, liebe Leute. Es ist so stark. So strong. Face is the place. So, wenn wir im nächsten Zug das Spike Red Steed rauskriegen, ist das natürlich richtig, richtig gut, liebe Leute. Komm, kein Board Removal. Nicht nochmal ein Volcano. Nicht nochmal ein Volcano. Komm, ich weiß, du spielst 2, aber bitte nicht noch einen. Wäre uncool. Wäre sehr uncool. Ah, Jade Lightning. Okay. Ja gut, aber gegen den Jade Lightning können wir leider nichts machen. Ja, gut, Noble Sacrifice triggert hier an der Stelle. Ah, oh, Thing from Below, nein! Dann müssen wir das doch anders jetzt spielen. Dann müssen wir jetzt spielen, wir haben 8 Mana, das heißt, wir, doch, das können wir sogar machen. Equality. Consec. Ein Mana mehr wäre besser gewesen. Sonst verschwenden wir zu viel, wenn er jetzt irgendwie einen Maelstrom Portal hat. Wenn er jetzt einen Maelstrom Portal hätte, wäre das halt echt uncool gewesen. Weil, oder wenn er eins hat, ist es echt uncool, wenn wir jetzt irgendwie sowas nochmal rausgespielt hätten. Also einen von den zwei, dann hätte er nämlich komplett unser Board gerippt. Was mal? Yo, wie viele Heals hast du denn, mein Freund? Übertreib's mal nicht, Dude. Übertreib es doch mal nicht. Und Gentle Megasaur ist hier natürlich auch eine sehr, sehr starke Karte. Wir machen jetzt erstmal, wie viel gibt es? Plus 2, plus 6, gell? Boah, das ist gut. Und dann machen wir nämlich nochmal hier so. Und zeigen ihm damit. Nee, mein Freund, so nicht. Hit, Face, Face and Turn. Aber er hat die Healings dabei, liebe Leute. Er hat die Healings dabei und Volcano würde was wahrscheinlich auch nochmal haben. Das Gute ist, wir können im nächsten Zug spielen wir die Wolf. Fuck! Oh Gott, schau. Oh Mann! Der Schamane, er outvalued uns. Was passiert hier? Wir können den 2-4er nicht töten. Oh, hätte er uns das alles gelassen über den Gentle Megasaur, wäre das so stark gewesen. Ah, no. Buff. Das Problem ist, es bringt mir halt gar nichts, den jetzt rauszuspielen, tatsächlich. Er wird 2 Karten nachziehen, so oder so. Komm jetzt hier. Was kriegen wir Schönes? Divine Shield auf alle. Divine Shield ist doch gar nicht schlecht, hätte ich mal gesagt. Ja, Enter. Er bringt nichts, wenn wir die hier reinklatschen. Er wird jetzt. Er hat. Boah. Devolve Value, hätte ich hier mal gesagt. Devolve Value. Er möchte Lower Control töten wegen dem Volcano wahrscheinlich. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Er spielt die Crab. Oh, wie ihm das Devolve den Arsch gerettet hat, das ist der absolute Wahnsinn. So, also, was machen wir hier? Wir müssen uns ein Board aufbauen. Das heißt, dass wir machen hier Hit.
Dann spielen wir den Peacekeeper. Oh, wir müssen auf jeden Fall den Dude töten. Er darf nicht noch mehr Karten ziehen. Das ist überaus wichtig. Dann holen wir uns noch den Dude raus. Dann spielen wir das hier. Machen einen von denen hier klein. Und zwar den hier. Weil du eine fucking Krabbe bist. So. Leute, so sieht's aus. Ich find's cool. Es ist eigentlich mega putzig, diese kleine Silverhand Murloc. Mit dem Hammer und dem Schild. Oh nein, Spirit Echo. Er spielt doch die Evolve Midrange Variante, die ich auch mal gespielt habe, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Jetzt kriegt er den noch auf die Hand, das ist okay. Gott sei Dank hat er das nicht vorher spielen können irgendwie. Zu dem Zeitpunkt, Ding hier war. Er spielt den 3-3er Golem tatsächlich wieder raus. Was jetzt gut wäre, Leute, wäre Finja. True Silver Champion ist auch okay. True Silver Champion nehmen wir tatsächlich auch gerne mit. Das einzige Problem, was ich halt hier im Moment habe, ist halt, dass es sie immer wieder auf die Hand kriegt, die ganzen Viecher jetzt. Und das ist sehr, sehr stark, weil er sich halt damit halt immer wieder hochmachen kann von seinen Handkarten her. Also er kriegt immer mehr Handkarten, die halt ihm wieder Value bringen. Besonders wenn er den 2-3er nochmal tötet oder die Hungry Crab. Deswegen ist Finja eigentlich hier jetzt eine sehr, sehr wichtige Karte. Er tradet hier komplett alles weg. Boah, uncool. Damit sind wir tatsächlich out of value. Och, und auch noch ein Taunt. Unlucky. Unlucky. Oh, Divine Favor könnte hier gut sein. Komm, Finja. Kein Finja an dieser Stelle. Ich habe... Oh, warte mal. Doch, das war okay. Andersrum wäre es egal gewesen. Obwohl, wäre vielleicht besser gewesen. Naja, was soll's. Wir wollen die Waffe nicht einsetzen hier. Ich glaube, Finja ist tatsächlich unsere letzte Rettung, dass wir den kriegen irgendwie. Das Problem ist halt, er kriegt jetzt die Hungry Crab auf die Hand, spielt die raus auf meinem 3-2er und damit ist das Spiel eigentlich GG, Leute. Ja, das war das erste Match, was wir jetzt hier tatsächlich verloren haben gegen jemanden, der wirklich voll auf Board Removal gespielt hat. Ich meine, wenn der Schamane voll auf Board Removal spielt, wirklich mit Doppel-Volcano, Devolve, zwei Lightning Bolts, dann hier Maelstrom Portal und noch die Lightning Strikes, so, dann ist es auf jeden Fall so, dass ich denke auch nicht, dass das Agro-Deck hier irgendeine Chance hat. Ich finde es interessant, dass das Deck uns jetzt hier wirklich so krass outvalued hat. Er hat wirklich auf Heals gespielt, Late Game und halt die ganzen Sachen. Ist aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Matchup gewesen hier. Man muss ja auch irgendwie mal die Grenzen vom Paladin hier austesten. Und ja, ich bedanke mich trotzdem mal jetzt hier recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, was Schönes in die Kommentare schreiben. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Türelü.